Hallihallo, ich bin Therese und ich heiße dich im zweiten Basic-Video willkommen. Du solltest bereits das Intro sowie das erste Basic-Video gesehen haben. Für dieses Video brauchst du einen Stift und einen Zettel. Sobald du alles geholt hast, kannst du das Video starten. Im letzten Video wurden die Rechenregeln beim Quadratwurzelnziehen erklärt. Dafür habe ich jetzt ein kleines Quiz erstellt. Setze in den weißen Kästchen das ist gleich oder das ist ungleich Zeichen ein. Für diese Aufgabe kannst du das Video kurz pausieren. Hier kommen die Lösungen. Wie letztes Mal schon besprochen, dürfen wir bei Summen und Differenzen nicht getrennt die Wurzeln ziehen, bei Produkten und Quotienten schon. Wie im letzten Video schon angekündigt, brauchen wir jetzt eine dieser Regeln. Zuvor möchte ich noch kurz das Thema Quadratzahlen erklären. Zahlen, die sich als Produkt zweier gleicher natürlichen Zahlen ungleich 0 darstellen lassen, heißen Quadratzahlen. Das bedeutet, wir rechnen 1 mal 1 oder 1 hoch 2 ist gleich 1, 2 mal 2 oder 2 hoch 2 ist gleich 4, 3 mal 3 oder 3 hoch 2 ist gleich 9, 4 mal 4 oder 4 hoch 2 ist gleich 16, 5 mal 5 oder 5 hoch 2 ist gleich 25 und so weiter. Somit sind unsere Quadratzahlen 1, 4, 9, 16, 25 und so weiter. Was passiert nun, wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat? Wie kannst du die Quadratwurzel aus 27 ohne Taschenrechner berechnen? Wir können durch das sogenannte Einschranken schon mal herausfinden, zwischen welchen zwei natürlichen Zahlen sich die Quadratwurzel befindet. Dafür nehmen wir den Radikanten her, in unserem Fall die 27, und setzen ihn in die Mitte zwischen zwei kleiner Zeichen. Jetzt brauchen wir zwei Quadratzahlen, die nacheinander kommen und zwischen denen 27 liegt. In unserem Fall sind das 25 und 36. Nun ziehen wir von allen drei Zahlen die Quadratwurzel. Die Quadratwurzel aus 25 ergibt 5 und die Quadratwurzel aus 36 ist 6. Dadurch liegt die Quadratwurzel aus 27 zwischen der unteren Schranke 5 und der oberen Schranke 6. Probiere es nun bei der nächsten Aufgabe selbst. Zwischen welchen zwei natürlichen Zahlen liegt die Quadratwurzel aus 72? Du kannst dafür wieder kurz das Video stoppen. Wir nehmen wieder unseren Radikanten her, in unserem Fall die 72, und setzen ihn wieder in die Mitte zwischen zwei kleiner Zeichen. Jetzt brauchen wir wieder zwei Quadratzahlen, die nacheinander kommen und zwischen denen 72 liegt. In unserem Fall sind das 64 und 81. Nun ziehen wir von allen drei Zahlen die Quadratwurzel. Die Quadratwurzel aus 64 ergibt 8 und die Quadratwurzel aus 81 ergibt 9. Das heißt, die Quadratwurzel aus 72 liegt zwischen 8 und 9. Wir wollen aber nun die Quadratwurzel aus 72 noch genauer berechnen. Dafür brauchen wir das sogenannte teilweise oder partielle Wurzelziehen. Für das partielle Wurzelziehen brauchen wir die dritte Rechenregel. Das heißt, die Quadratwurzel aus a mal b ist dasselbe wie die Quadratwurzel aus a mal die Quadratwurzel aus b. Beginnen wir aber mal ganz einfach. Wir wollen wissen, was die Quadratwurzel aus 900 ist. Die Quadratwurzel aus 900 können wir aufspalten in 9 mal 100, da 9 mal 100 900 ergibt. Und durch die gelernte Regel dürfen wir getrennt die Quadratwurzel berechnen. Womit folgt? Die Quadratwurzel aus 9 mal die Quadratwurzel aus 100. Die Quadratwurzel aus 9 ergibt 3 und die Quadratwurzel aus 100 ist 10. Und 3 mal 10 ergibt 30. Kommen wir nun zum Beispiel von davor zurück. Wie könntest du dir die Quadratwurzel aus 72 berechnen? Die Quadratwurzel aus 72 können wir anschreiben als die Quadratwurzel aus 36 mal 2 oder auch als die Quadratwurzel aus 36 mal die Quadratwurzel aus 2.
Die Quadratwurzel aus 36 ist 6 und das Ergebnis aus der Quadratwurzel aus 2 ist irrational. Das bedeutet, die Quadratwurzel aus 2 lassen wir so für ein exaktes Ergebnis stehen. Was genau irrational bedeutet, seht ihr in diesem Video, welches ich euch hier verlinke. Das bedeutet, das Ergebnis ist 6 mal die Quadratwurzel aus 2. Für das partielle Wurzelziehen spalten wir also den Radikanten in ein Produkt, in der zumindest eine Quadratzahl vorkommt. Zu den Quadratzahlen gehören noch einmal 1, 2, 4, 9, 16, 25, 36 und so weiter. Wie könnten wir die Quadratwurzel aus 12 in ein Produkt aufspalten? Pausiere das Video und überlege dir eine Antwort. Die richtige Antwort ist die Quadratwurzel aus 4 mal 3. Natürlich könnten wir auch die Quadratwurzel aus 12 ist gleich die Quadratwurzel aus 6 mal 2 schreiben. Dennoch ist weder 2 noch 6 eine Quadratzahl. Hingegen dazu ist 4 eine. Das bedeutet, die Quadratwurzel aus 4 mal 3 ist dasselbe wie die Quadratwurzel aus 4 mal die Quadratwurzel aus 3. Die Quadratwurzel aus 4 ist 2 und die Quadratwurzel aus 3 lassen wir wieder so stehen, da das Ergebnis wieder irrational ist. Jetzt kommt nun eine etwas größere Zahl. Wie kannst du die Quadratwurzel aus 162 berechnen? Drücke kurz auf Pause und überlege dir kurz eine Antwort. Dividierst du zum Beispiel 162 durch 2, ergibt es 81. Und 81 ist eine Quadratzahl. Das bedeutet, du kannst 162 in das Produkt 81 mal 2 aufspalten. Getrennt haben wir dann die Quadratwurzel aus 81 mal die Quadratwurzel aus 2. Die Quadratwurzel aus 81 ist 9 und die Quadratwurzel aus 2 lassen wir wieder so stehen. Das bedeutet, das ist unser Endergebnis. Was passiert, wenn ich plötzlich nicht nur Zahlen habe, sondern auch Variablen? Wie können wir zum Beispiel die Quadratwurzel aus 12 mal m hoch 2 mal b hoch 4 berechnen? Das schauen wir uns im Mastery-Video an. Bleib also dran und ich sehe dich im nächsten Video. Bis bald!